Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf der Agrarschau Allgäu. Erst zapfte er an. Dann zählte er an, und zwar die Pflicht zur bodennahen Gülleausbringung auf Grünland ab 2025. Also es ist völlig sinnlos, was hier an Vorschriften kommt, dass hier am Ende nur noch mit Schlitztechnik oder mit Schleppschläuchen auch in bergigen Gebieten Gülle ausgebracht werden dürfte. Das taugt nicht für die Praxis. Wir müssen hier weiterhin Breitverteiler von eventuell verdünnter Gülle zulassen. Alles andere würde die Bauern hier in den Ruin treiben. Landwirte um Rudolf Rauscher hatten eine Petition an den Landtag zu dem Thema aufgestellt. Diese übergaben sie nun mit über 7000 Unterschriften an den Wirtschaftsminister. Ihre Forderung? Wir wollen, dass die Verpflichtung nur noch mit dem Schleppschuh ab 2025 rauskommt. Beim Minister stießen sie damit auf offene Ohren. Und diese Ausbringungstechnik, das pfeifen ja die Spatzen von den Dächern und das brüllen ja die Kühe aus den Ställen, dass das nicht funktioniert. Und wie will Aiwanger die neuen Regeln wieder vom Tisch bekommen? Bayern kann es natürlich nicht alleine entscheiden, leider, sonst wäre es überhaupt nicht dazu gekommen. Aber wir können im Bund, wir können in Europa dafür trommeln, dass hier nachgebessert werden muss. Und wir müssen natürlich aus bayerischer Sicht nochmal probieren, hier ja mit Praxis versuchen auch zu beweisen, dass es bessere Alternativen gibt als diese Ausbringungstechnik in Grünland. Heißt also nochmal saubere Versuche zu machen, ob wirklich diese Ammoniakausgasungen und dergleichen mehr bei einer sauber breit verteilten Gülle mit entsprechendem Wasseranteil, ob die wirklich so hoch sind wie dargestellt. Ich glaube, das ist besser, als wenn man hier Güllewürste in die Landschaft legt. Bei den Allgäuer Landwirten kam das gut an. Da brauche ich nicht studiert haben, da brauche ich kein Gutachten. Das sagt am Land draußen ein Kind mit 5 Jahren den Experten, meine Damen und Herren.